Servus und herzlich willkommen hier bei chromi.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sind wieder in einer Etherworlds Week und zwar zeigen wir hier in diesem Format, was ihr alles diese Woche an News verpasst habt in World of Warcraft und was euch in der nächsten ID erwartet. Einer winkt mit dem Zaunpfahl, neuer Patch kommt. Kommen wir gleich drauf. Gehen wir erstmal die gesamten News durch, die wir die Woche hatten. Wir haben über Exitus berichtet mal wieder. Der hat nämlich seine zweite Staffel seiner Kurzvideoreihe zu Goldfarms gebracht. Und die ist sehr, sehr interessant. Die eine Minute Goldgeist, sehr kurze, knackige, coole Guides, mit dem jedermann irgendwie Gold machen kann in World of Warcraft. Und sehr einfach, oder was heißt sehr einfach, das ist immer so ein Begriff, aber so könnt ihr Gold farmen. Wer das auschecken will, einfach auf die News gucken oder natürlich auf seinem YouTube-Kanal Exitus, der Mönch. Da findet ihr dann alles zu dieser Videoreihe. Sehr spannend. Dann gab es ein großes Thema und zwar Blizzard hat darüber geschrieben, über die Herzbrecher, aka Liebesrakete. Liebe ist in der Luft Event ist ja jetzt vorbei und wir müssen wieder ein Jahr warten, bis das Event startet, bis wir wieder eine Chance haben auf dieses Reittier. Und Blizzard hat eben ja darüber gesprochen, ob sie nicht für solche Events oder für die Liebesrakete, ob das nicht wirklich ein Problem ist, dass die Arno so kurz verfügbar ist und dann so eine niedrige Drop-Chance hat. Deswegen gehen viele davon aus, dass wir 2023 beim nächsten Event von Liebe liegt in der Luft vielleicht eine erhöhte Drop-Chance haben werden oder generell für solche Events, wo solche Mounts droppen können, Schlotternächte zum Beispiel noch, ob wir nicht da eine höhere Chance bekommen. Finde ich sehr spannend. Das ist eine sehr starke Diskussion für das Für und Wider. Ich bin da wirklich geteilter Meinung. Irgendwo denke ich tatsächlich, ja, könnte, aber auch nicht, nee, nicht wirklich. Ich habe sie selber nicht, ich bin gespannt. Haut mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Würdet ihr eine erhöhte Drop-Chance für 2023 bevorzugen oder eher nicht? Sagt uns in den Kommentaren. Dann gehen wir weiter. Und zwar war ein kleines Q&A mit Steve Denusa über Sylvanas. Möchte ich nicht drauf eingehen, ist lore-technisch, aber wen es interessiert, gerade jetzt mit Hinblick auf 9.2... gerne hier reinschauen und durchlesen. Wir haben es natürlich für euch übersetzt, als Video sowie in schriftlicher Form. Und gibt ein bisschen so die Hintergründe von Sylvanas, gerade für 9.2. Es ist nicht ein direkter Spoiler, aber ja, lesen auf eigene Gefahr. Dann möchten wir uns noch euch nahelegen, natürlich Patch 9.2 kommt, wir haben überall Guides, wir haben den Guide rausgebracht zu Entschlüssel, zu dem neuen Mythisch Plus Affix, alles was ihr darüber wissen müsst, wie man mit ihm spielt, was ihr durch ihn bekommt, wer es wissen möchte in dem News oder aber unter unserer 9.2 Guide Kategorie. Dann das gleiche gilt für Catch-Up-Ausrüstung, war natürlich klar, jetzt die Woche war relativ viel 9.2, haben wir halt auch einen Guide, könnte drauf gehen. Dann war unser Chromicast, eine ganz interessante Folge, wir hatten unseren Partner Cloud Nemesis zu Gast und haben mit ihm übers Mythisch Raiden, beziehungsweise wie es denn so ist, in dieser 0,1% Gang Damn Plus Spieler zu sein, haben wir ein bisschen gefragt, was kann man denn so machen, wenn man selbst dahin kommen möchte. War ein ganz cooler Podcast, zwar relativ kurz diesmal gewesen, aber könnt ihr überall auschecken, ihr wisst Bescheid, Spotify, Apple, YouTube, hier auf der Seite, überall, wo ihr Podcasts findet. Dann noch zu Legenden des Exils, wieder mal ein Guide, so viele News hatten wir die Zeit, die Woche nicht rausgehauen, eher nur Guides. Wie gesagt, wer die Guides sehen will, einfach auf Chromie. Dann kam noch eine Änderung und zwar mit dem Ruhestein. Der Ruhestein war bislang so, wir konnten jetzt die Pakte wechseln, easygoing. Und wenn ihr euren Ruhestein in eurer Pakthalle gebunden habt und ihr habt dann den Pakt gewechselt, wurde dieser Ruhestein automatisch nach Oribos geparkt und nicht zur neuen Pakthalle. Das wird jetzt mit Patch 9.2 geändert. Wenn ihr jetzt euren Ruhestein in der Pakthalle gebunden habt und ihr wechselt dann zum Beispiel von Ventir zur Bastion, dann wird euer Ruhestein automatisch in der Pakthalle in der Bastion geparkt. Sehr coole Änderung. Dann gab es noch ein weiteres Interview mit Steve Denusa und Morgan Day zu 9.2, generell zu dem Erschaffen von Patch 9.2, so ein bisschen die Hintergründe generell von Shadowlands, warum zum Beispiel war ein Varian nicht da oder sowas, da haben sie ein bisschen drüber gesprochen, echt interessant, hier drüber leider kein Video, haben wir nicht mehr geschafft, in schriftlicher Form ist es da, wirklich interessant, kann man sich durchlesen, sehr interessanter Artikel.
Dann hatten wir noch eine News von heute, und zwar kam eine Bannwelle. Blizzard hat ja die letzten Monate über ein bisschen die Richtlinien verschärft, von wegen Boosting und allem Möglichen. Sie haben jetzt wieder anscheinend ein paar Monate gewartet, auch wegen anderen Fällen, jetzt nicht nur wegen Boosting, weil das mit dem Boosting ist ja noch nicht so lange verboten in dem Sinne. Und haben dann diese Nacht eine Bannwelle rausgehauen. Leider wurden alle, die gebannt wurden, aufgrund von Boosting oder die Meldung, die Leute bekommen haben, wurde gesagt, dass es aufgrund von Boosting ist. Das war erst ein Fehler. Nicht alle wurden wegen Boosting gebannt, sondern manchmal auch wegen anderen Sachen. Account Sharing, da war ziemlich viel mit dabei und ziemlich viele hat es auch betroffen. Also nicht nur wegen Boosten, sondern die Bannwelle war wegen allgemein. Wenn ihr damit ein Problem habt und denkt fälschlicherweise gebannt worden zu sein, wir haben jetzt zum Beispiel heute schon Meldungen von Leuten, die aufgrund, dass sie immer wieder ihren Ort wechseln müssen, weil sie auf Dienstreise sind, mit sich in Hotels einloggen, dass sie aufgrund deswegen vielleicht gebannt wurden. Dies hing meistens damit zusammen, wenn man auch keinen Authenticator hatte. Die müssen leider ein Ticket schreiben. Ist natürlich kurz vorm Patch jetzt richtig doof. Ein paar wurden aber auch schon so entbannt. Da hat es Blizzard anscheinend gesehen. Ich hoffe für euch alle, die fälschlicherweise getroffen wurden, dass es sich für euch wirklich schnell regelt. Dann kommen wir auf die nächste Woche. Ja, was haben wir denn nächste Woche? Die ID 8. ID 8 und wir kriegen ein Patch. Wir kriegen Seraph Mortis, geht morgen live. Ich nehme es hier gerade auf, so circa 18 Uhr. Und bin natürlich voll auf dem Laufenden, was auf den US-Servern gerade abgeht. Vor allem so, was das Data Mining oder was in den Daten abgeht. Und der Patch scheint gerade eben sehr gut auf den Servern schon anzukommen. Schon hoch zu, also sich schon zu entpacken und alles. Läuft bislang glatt, was sehr darauf schließen lässt, dass die US-Server gleich irgendwann live gehen werden. Was wiederum darauf schließen lässt, dass wir morgen früh um 8, 9 Uhr vielleicht schon die Server haben werden. Die Wartungsarbeiten sind bis 14 Uhr angesetzt. Wir haben es in den letzten Patches schon gesehen, dass sie wirklich meistens früher da sind und obligatorisch länger angesetzt werden. Wir gehen gerade eben davon aus, jetzt gerade sind noch keine Probleme am Start, wir gehen davon aus, dass zwischen 8, 10 Uhr die Server wahrscheinlich da sein werden. Ich wünsche euch in dem Sinne da schon mal viel Spaß. Wir haben als Affixe nächste Woche verstärkt, blutig, nekrotisch und noch gequält. Denkt dran, diese Woche kommt noch gequält. Der neue Affix kommt erst danach die Woche, wenn die Season 3 wirklich läuft. Ihr könnt nächste Woche auch noch immer KSM abschließen. Denkt dran, wenn euch wirklich nur noch ein Key oder sowas fehlt, kommt bei unseren Partnern in die Streams vorbei und sowas. Ihr könnt noch KSM bekommen. Die letzte Woche jetzt. Bei Torgas sieht es so aus, kann ich euch leider noch nicht sagen. Aufgrund des Patch-Zyklus kann ich noch nicht auf die Server zugreifen von Amerika und sehe noch nicht, was dort live ist. Wiederum kann ich euch deswegen nicht sagen, welcher Flügel gerade ab ist. Wahrscheinlich wird aber auch schon morgen der neue Torgast-Wing offen sein, also der ganz neue Wing. Und ihr könnt Spießrutenlauf des Kerkermeisters laufen. Paktangriff, genau das gleiche in Grün. Ich kann leider noch nicht sagen, was dort morgen kommt, ob aufgrund des Zyklus irgendwas durcheinander gebracht wird oder. Wir reichen es in dem Artikel nach oder wenn ihr einloggt, seht ihr es dann natürlich selbst. Als Weltboss haben wir morgen Valinor und natürlich Morgash im Schlund. Denkt dran, der neue Weltboss, wir wissen es noch nicht safe, aber er wird wahrscheinlich nicht morgen da sein. Der neue Weltboss wird wahrscheinlich erst dann kommen, wenn auch der Schlachtzug aufmacht, das heißt übernächste Woche. Und wahrscheinlich wird er morgen noch nicht ab sein. Hundertprozentig confirmed können wir es noch nicht, weil US-Server sind auch noch down. Aber wie gesagt, es sieht so aus, dass er in Woche 2 erst kommt, wie in den letzten Patches, Erweiterungen, sonstigen auch. Aber ansonsten haben wir Valinor in der Bastion. Wer hier noch was braucht, Erinnerungen, sonstiges, kann da reingehen. An wöchentlichen Events haben wir als Bonusereignis Schlachtfelder. Und da könnt ihr ein bisschen extra Ehre auf Schlachtfeldern sammeln. Plus natürlich die Quest in Oribos. Als Rauferei haben wir Cuisino Royal. Und als Events haben wir den Chor der Toten Seelen in Torghast. Das war's dann auch. Wir möchten euch jetzt aber natürlich noch unsere Seite ein bisschen an die Hand legen. Wir haben alles für Patch 9.2, was ihr euch nur fragen könnt für den Patch. Und zwar, wenn ihr einmal auf unsere Seite geht, chromi.de, könnt ihr hier rechts draufklicken. Dann kommt ihr auf unsere Inhalte für Patch 9.2 und hier habt ihr schon mal in Kurzform, könnt ihr direkt schnell draufklicken, alle Kisten, wo sie sind, was sie droppen, wie ihr drankommt, ob ihr Fliegen dafür braucht oder nicht, alle Rares und was ihr benötigt, um diese freizuschalten,
Der Affix, die Rauferei, alles was Neues in Torghast, die Ketchup-Ausrüstung, wie ihr Fliegen freischaltet, alles zu den Erleuchteten und den Protoform-Syntheseguide. Außerdem natürlich nochmal zur Zone Zeref Mortis, zum Chiffrensystem, was wir jetzt auch nochmal updaten werden in den nächsten Tagen. Der neue Raid, da werden jetzt auch die nächsten Tage die ersten Guides reinkommen, schriftlichen. Wir warten dann auf unseren Partner Cloud Nemesis, der uns die NHC-HC-Guides in Videoform dazugeben wird. Dann die Klassensets werden wir jetzt auch anpassen noch und updaten, dass alles auf dem aktuellen Stand ist. Und natürlich, wie ihr an alle Reittiere kommt. Wenn ihr speziell irgendeinen der neuen Erfolge sucht und einen Guide dafür braucht, könnt ihr bei uns einfach hier oben auf Guides klicken, geht auf Erfolge und entweder steht er dann hier unten schon bei, ansonsten könnt ihr hier in die Suche einfach den Erfolg eintippen, dann wird der hier aufgelistet. Ja, genau, in dem falschen Moment springt der hier über. Zum Beispiel verdächtige Sammlung, das ist das mit den Kisten, kommt ihr drauf und dann seht ihr die Wegpunkte für alle Kisten, Bilder, wo sie zu finden sind. Was ist drin, Notizen, ne, auf was ihr achten müsst oder. Wir sind für euch für Patch 9.2 bestens vorbereitet. Wir wünschen euch in dem Sinne einen sehr guten Patch-Start. Habt viel Spaß. Macht alles Mögliche in Seraph Mortis. Genießt den neuen Content, der ist wirklich schön geworden. Genießt die neuen, geht wieder in M+ rein und alles Mögliche. Habt einfach euren Spaß. Wir sind natürlich ab morgen dann auch wieder live im Stream für euch, ab 8:30 Uhr auf Twitch. Wahrscheinlich sogar auch abends jetzt ein paar Streams. Videos und Guides kommen natürlich ja auch immer noch weiter auf dem Kanal online zu allen möglichen Inhalten. Und ja, auf geht's, ab in den Patch. Wir sehen uns. Servus und Ade.